Hi Freunde, da bin ich wieder, der Tabletop-Troll. Und jetzt gucken wir uns mal den neuen Slave to Darkness-Kodex an. Oder Battletron heißt es ja. Das heißt, wir schauen mal ein bisschen, was kann die Armee allgemein, was sind so für Einheiten drin und was können die und wie würde ich das zusammenfassen. Also, lass uns einfach mal schauen. Ich selber habe keine Slave to Darkness, ich habe aber gegen jemanden gespielt. Oder spiele regelmäßig gegen jemanden, der die hat. Und ich empfand die zuletzt als sehr hart, stellenweise. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, das lag vor allen Dingen an einer Fähigkeit, die hatten, beziehungsweise der Kombination von zwei Fähigkeiten, die der Codex hergegeben hat, oder der Battletome. Der Rest war eher durchschnittlich. Also der Kollege hat wirklich das Maximum da rausgeholt aus dem, was die Slaves to Darkness geboten haben bisher. Also, die haben gar nicht so viele spezielle Armee-Sonderregeln, sag ich mal. Die haben Mal des Chaos, weil Slaves to Darkness ist ja quasi so eine bunte Truppe aus Chaos-Anhängern allgemein. Und die kann man mit einem Mal des Chaos versehen, was denen dann wieder Eigenschaften ermöglicht oder freischaltet. Da gibt es halt die vier Chaosgötter mit Khorne, Nurgle, Tsinch und Slaanesh und das ungeteilte Chaos. Und alles bringt einen gewissen Benefit, ohne jetzt komplett overpowered zu sein. Ja, also alles hat eine Regel und bringt quasi eine Befehlsfähigkeit zusätzlich. Ich nehme jetzt mir einfach ein Beispiel bei Khorne. Eins zum Attackenwert von Nahkampfwaffen. Wenn sie eine Angriffsbewegung gemacht haben, das ist quasi dann die grundsätzliche Regel. Und die Befehlsfähigkeit ist, mal eben schauen, wenn ich eine Angriff, also kannst du auf eine Einheit machen mit Khorne Keyword und dann darf man, wenn eine Angriffsbewegung gemacht wurde, mit dieser Einheit einen Würfel würfeln, bei 2 plus kriegt die gegnerische Einheit W3 tödliche. Das ist ganz nett, ne? Aber es ist jetzt nicht die oberkrasse Regel, die Armee komplett in den Himmel hebt. Und so gibt es für alle was Spezielles. Die Tsinch haben quasi einen extra Zauber, der eigentlich ganz nett ist. Beim ungeteilten Chaos vielleicht auch nochmal ein Thema. Da kann man die Auge der Götter-Regel quasi nochmal zu seinen Gunsten etwas abändern. Auge der Götter ist was, das haben alle. Da gucken wir jetzt gleich auch mal drauf. Die haben aber den Effekt, dass sterbliche und okrotoide Einheiten, also nicht alle, bei dem Wurf für Auge der Götter einen der zwei Würfel wiederholen kann. Was ist Auge der Götter? Auge der Götter ist, das gab es früher auch mal, glaube ich, bei 40k bei Chaos, dass man eine Belohnung kriegt, Belohnung des Chaos oder irgendwie sowas hieß das, dass ihr was kriegt, wenn ihr einen Helden oder ein Monster zerstört. Dann dürft ihr, jetzt mal gucken, also Führer am Ende der Phase für jede feindlichen Helden und jeden feindlichen Monster, das von einer befreundeten Einheit mit dem entsprechenden Keyword, also Sklaven der Finsternis und Auge der Götter muss es haben, macht einen Würfel mit 2W6 und dann, je nach Ergebnis, ne, von 2 bis 12 gibt es verschiedene Effekte. Eine 2 ist jetzt eher nicht so gut, dann stirbt nämlich euer Held, wenn es ein Held war, aber ich glaube, das sind auch fast immer nur Helden, und wird zu einer Chaosbrut. Immerhin. Ja. Und da gibt es so verschiedene. Es gibt auch eins, da ist gar kein Effekt. Man kann Verwundungen heilen. Man kriegt so eine Resilienz gegen, oder Resistenz gegen Zauber. Ja. Plus 1 auf Angriffswürfe, Rettung 6. Also da sind manche, die sind so okay. Aber es ist halt cool, weil ja, die sind ja auch in Anführungszeichen kumulativ. Also wenn ihr mehrere Gegner tötet, dann dürft ihr halt auch mehrmals würfeln. Es steht aber hier nicht drin, oder ich habe es überlesen, was passiert, wenn man es doppelt würfelt, ob ihr dann nochmal würfelt oder ob das wegfällt. Gucken wir mal gerade. Ja, okay, hier nochmal als Ergänzung. Wenn ihr das mit einem Helden macht, dürft ihr 2W6 würfeln, ansonsten ein Würfel und plus 2 addieren. Macht auch Sinn, dann könnt ihr nämlich keine 2 würfeln und könnt nicht dieses, euer Held stirbt. Ja, 11 bis 12 ist ganz nett, ist dunkle Apotheose. Da wird der Held
der Held, also geht das auch wieder nur mit dem Helden, zu einem Demon Prince. Und das kann für viele Helden eine Aufwertung sein, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist echt ganz nett, ja, weil Monster und Helden wollt ihr eh irgendwann vernichten und dann können eure Einheiten dadurch sogar noch stärker werden. Ja, dann gibt es natürlich auch wieder so Unterfraktionen und es gibt hier auch noch finstere Schwüre, heißt das. Das ist quasi eine besondere Heldenaktion. Heldenaktionen können ja alle durchführen und es gibt ja auch wieder generische im Grundregelbuch und die haben jetzt quasi auch nochmal zwei eigene. Ja, die sind okay. Also das erste ist hier Gelöbnis an dunkle Götter. Da darf man dann bis zum Ende des Zuges jedes Mal, wenn für diesen Helden, also das macht er quasi auf sich selbst oder auf einen Helden zumindest, eine Heldenschwur auf einen anderen Helden, drei Würfel statt zwei Würfel würfeln, wenn man auf dieser Tabelle Auge der Götter würfelt. Und darf sich dann zwei aussuchen. Das ist ganz nett. Ja, und hier, das ist natürlich so ein bisschen Zinschlag. Dürft ihr auf einen Zauber wirken, dann dürft ihr drei Würfel statt zwei Würfel nehmen. Und auch wieder zwei aussuchen. Ne? Mal gucken. Ne, dürft ihr alle drei verwenden, aber wenn das Ergebnis von zwei oder mehr Würfeln einer einzelnen misslingt, der Würfel und der Zauber erleidet W6 tödliche statt W3. Also das ist ein bisschen risky, aber na gut. Dafür ein Zauber mit W3, mit drei Würfel wirken. Das ist schon stark. Ja, dann gibt es auch wieder Generalseigenschaften und wie gesagt, mittlerweile ist das jetzt gar nicht mehr nach den Stämmen oder wie auch immer unterteilt, sondern nach den Keywords der, ich sag mal, betreffenden Einheit. Also es gibt einmal welche für Helden, der Sklaven der Finsternis, also das betrifft eigentlich fast alle. Es gibt nur nochmal eine Differenzierung, es gibt was für die Dämonenprinzen. Wobei es halt genau ein Modell mit dem Keyword Dämonenprinz gibt. Den, Achtung, Dämonenprinz. Wahnsinn. Ja, sind auch so ja, standardmäßig eigentlich. Ne? Hier kannst du, Thema Once per Game bin ich ja kein Fan von. Ne? Man kann für den Helden einmal direkt Anfang der Schlacht auf diese Tabelle würfeln. Ja, das ist richtiges Gambling, ne? Weil dann wirfst du eine 3, das ist kein Effekt. Hast du deine Generalseigenschaft weggeschmissen. Also Generalseigenschaften, ja. Ne? Demon Prince, ganz nett. Ich gucke mal gerade, ob der das Keyword Monster hat. Ich könnte es mir nämlich vorstellen. Ne, hat er gar nicht. Ja, schade. Ja, dann kann man halt eine Verwundung heilen. Dann ist das eigentlich nicht so stark, weil es nur auf die 3 plus in der Heldenphase. Artefakte der Macht. Gleich also auch eine Unterteilung Helden und hier ist das zweite Zauberer und Demon Prince. Also hier gibt es 3 Varianten. War jetzt auch nichts, was mich komplett vom Hocker gehauen hat. Magielehren gibt es quasi nur eine Kategorie. Da sind auch eigentlich so die Standards drin. Ich guck mal, irgendeiner hatte einen coolen Zauber, aber ich glaube, das war ein eigenes Modell. Er hat zuerst zuschlagen, tödliche verteilen. Ja, okay, Chaos kanalisieren ist ganz cool. Da kann man nämlich für eine Einheit sofort auf dieser Auge der Götter-Tabelle würfeln. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, das mache ich, schaffe ich jede Runde und ich kann dann quasi dadurch allein 5-mal diesen Effekt hervorrufen. Ich sag mal, schadet nicht, ne? Wenn man eh einen Zauberer hat, der noch einen Zauber über hat. Oder der vielleicht wenig Punkte kostet, so einen einfachen Billo-Zauberer. Warum nicht, ne? Was besonders ist, das fand ich nochmal ganz spannend, kann ich nur noch nicht genau einschätzen, wie stark das tatsächlich ist. Die haben die Regel verzauberte Banner. Und das kenne ich jetzt so in der Form von anderen nicht. Das gilt für eine Einheit, also einen Standartenträger von einer auserkorenen des Chaos, Chaoskrieger oder Chaosritter-Einheit, also nur eine von diesen 3 Einheiten darf das erhalten, auch nur ein Banner. Klammer auf, natürlich gibt es hier eine Sonderregel, wo du ein zweites haben kannst, aber standardmäßig, eine dieser Einheiten, deren Standartenträger darf ein verzaubertes Banner haben. Und das hat dann einen Sondereffekt. Also kann man verschiedene wählen. Es gibt 6 Ikonen des Chaos. Es gibt was, dann wird er zum Priester. Ah ne, dann müssen Priester eins abziehen vom Gebetswurf.
Ne, wenn sie nicht das Chaos-Keyword haben. Also ist vielleicht interessant, wenn ihr gegen, weiß nicht, Skaven zum Beispiel spielt. Ne? Bei den Ungeteilten das Chaos, das ist immer unterschieden. Es gibt einmal was hier allgemein und dann für jede Armee, also für jeden Chaos-Gott 4 Stück und einmal ungeteilt. Beim Ungeteilt ist es so. Ja, okay, da darf die Einheit 2 Würfel würfeln, wenn sie für diese Tabelle würfeln, und dürfen sich eins aussuchen, ein Ergebnis. Korn plus 1 auf Verwundungswürfe im Nahkampf. Zinch, Viererretter gegen Fernkampfattacken, für die stark. Nurgle, was macht das? Reduziert den Wuchtwert um 1, ist auch gut, weil die sind ja eh schon ein bisschen tougher. Slaanesh plus 1 auf den Attackenwert von Nahkampfwaffen. Also, alles nicht die Bringer, aber für ein gratis Gimmick finde ich das in Ordnung. Ne? Und wenn ihr jetzt wirklich vielleicht auch eine knackige Einheit nehmt, ich denke jetzt so an die Ritter, die sind ja auch echt nicht so leicht vom Feld zu kriegen, wenn die dann zum Beispiel nochmal plus eine Attacke kriegen oder einen Viererretter gegen Fernkampf, ist das schon solide. Ja, dann gibt es verdammte Legion, die, ich sag mal, Unterfraktion, wo ihr eine auswählen könnt. Da muss ich sagen, boah, die haben mich jetzt nicht so begeistert. Also insgesamt stelle ich auch fest, dass diese Unterfraktion weniger, ich sag mal, einen eklatanten Aspekt bilden. Was ich gut finde, dass es nicht ist, dass man sagt, boah, mit der Unterfraktion bist du safe auf der Siegerstraße. Also finde ich grundsätzlich gut. Manchmal fehlt mir aber so ein bisschen der große Benefit und der große Unterschied. Ja. Hier das Heerscharen des ewig Ausgewählten fand ich schon mit am besten, dass wenn man für die Auserkorenen Chaos-Ritter und Chaos-Krieger, also quasi die gleiche Auswahl für die Banner-Jungs, die Befehlsoption Sammeln spielt, da kriegt ihr auf die 6 plus ein getötetes Modell zurück. Hier geht das schon auf die 5 plus. Ist ganz cool, weil die Modelle halt auch teuer sind, punktetechnisch. Umgekehrt muss man sagen, ihr werdet ja auch nicht einen 20er-Trupp spielen, wo 10 verloren gehen direkt. Ja, also, muss man so ein bisschen überlegen, wie intensiv wirkt sich das aus. Verwüster-Clan, das war bisher eine sehr, sehr starke Option, weil da durftet ihr, altes Regelwerk oder altes Battleturm, durfte euer Held, also jede Runde durfte ein Held, halt nochmal, der General durfte eine Einheit, Chaos-Barbaren oder Reiter, Barbarenreiter rufen. Jetzt könnt ihr sagen, ja toll, das ist once per game. Ja, aber ihr durftet zusätzlich jede Runde den General wechseln. Und jeder General durfte das nur einmal machen. Aber das heißt, Held 1 ist diese Runde General, Held 2 ist nächste Runde General. Das heißt, ihr konntet jede Runde mit ausreichend Helden eine Einheit dazu beschwören, ohne Punktkosten. Ja. Zwar jetzt nicht die super krassen, aber waren trotzdem stark, um Gegner zu binden, um Marker einzunehmen oder Gebiete zu verweigern. Also das war schon eine gute Kombi. Das haben sie jetzt reduziert. Und zwar könnt ihr die gleichen Einheiten, also Barbaren, Reiter oder noch Barbaren oder hier Kultisten oder diese Finsterschwur-Einheiten, ich sag mal so die kleinen normalen Menschen, könnt ihr zurückholen, wenn eine Einheit vernichtet wurde. Aber auch wirklich nur, wenn eine Einheit da war, und zurückholen auch nur die Hälfte. Und nur einmal. Also sprich, ihr habt einen 20er-Trupp Barbaren, die werden vernichtet, könnt ihr die Aktion spielen, kommen 10, also die Hälfte davon zurück. Werden die vernichtet, könnt ihr nicht nochmal die respawnen. Ja, Pfade des Ruhms übergehe ich mal ganz geschickt wie immer. Bataillone gibt es auch. Ja, wie immer, ne? Nice to have. Es gibt hier auch 5 Varianten, also wirklich für 4 Chaosgötter und ungeteilt. Was ich ein bisschen überraschend fand, ist, dass teilweise sehr viele Einheiten benötigt werden, um das zu erfüllen. Das macht in einer Mono-Fraktion vielleicht auch Sinn, aber wenn ihr ja eher ein Mischbataillon spielt, fand ich es teilweise sehr anspruchsvoll. Also wenn ich hier lese, nehmen wir mal Korn zum Beispiel. Ihr müsst einen sterblichen Helden des Korn, okay, easy, aber 8 sterbliche Korneinheiten. 8 sterbliche Korneinheiten, okay. Also wenn ihr schon, ne, dann müsst ihr auch viel mit menschlichen Charakteren spielen. Und den Benefit, den ihr kriegt, ist, dass ihr keine Kampfschocktests macht, solange der Held innerhalb von 12 Zoll um dieses Bataillon ist.
und sich innerhalb von 3 Zoll um eine feindliche Einheit befindet. Das habe ich gesagt, für den Aufwand potenziell, den ich machen muss, ist der Benefit nicht so gut. Auch bei Zinsch, da habe ich erst die Fähigkeit gelesen, habe gedacht, das ist ganz cool, ne? Plus 1 auf Zauberwürfe für Zauberer. Solange sie sich, und dann geht es jetzt weiter, vollständig um 9 Zoll um eine andere Einheit befinden, die 9 oder mehr Modelle enthält. Also es ist ja schön, dass diese Chaos-Zahlen da drin sind, 9, ne? Und bei Nurgle sind 7 und so weiter. Aber das finde ich ist schon wieder schwer. Ihr braucht nämlich auch einen Helden und 9 sterbliche Zinsch-Einheiten. Und dann habt ihr vielleicht irgendwie, weil ihr es erfüllen wollt, 9 Zehner-Trupps. Ja? So, ich würde dir das Gegner, wenn ich das merke, würde ich da direkt hergehen und sagen, ich knall dir überall 2 weg. Dann hast du 8, Benefit weg. Ja. Also deswegen, ja, Chaos Horde, die ist ungeteilt, das ist noch okay, das ist, das ist auch nur erste Schlachtrunde. Naja gut, erste Schlachtrunde, wenn er rennt, müsst ihr nicht würfeln, ist automatisch eine 6. Ich sehe gerade, dass das erste Schlachtrunde ist. Nur. Also ist auch wieder relativiert und dafür braucht ihr zum Beispiel 3 bis 6 Varangard-Einheiten. Wenn ihr die eh spielen wollt, okay, aber sonst, das sind ja echt die gut gerüsteten, harten Jungs. Ne? Ja, ausgewogenes Spiel, also taktische Vorhaben, strategische Vorhaben, Grundbataillone, die haben 2 Grundbataillone möglich. Die sind auch, ja, die kann man schaffen, wenn man möchte. Man kriegt dann auch bei beiden 2 Benefits, das finde ich durchaus stark. Aber es bezieht sich auch auf eher teure Einheiten, ne, mit Varangard oder viele Sklaven der Finsternis. Also nämlich dann 4 Stück und einen entsprechenden Helden. Aber wie gesagt, immer Prio, das habe ich ja in einem anderen Video mit dem Jan von Winterraber Media mal gesagt, immer erstmal eure Armee stellen und gucken, welches Bataillon erfüllt ihr eh oder nur mit minimalen Änderungen und das euren Schlachtplan zerwirft. Ja, bei den strategischen Vorhaben, da ist wieder so eins drin, dass man schafft, wenn man 4 von der taktischen Seite schafft. Das finde ich immer schwierig. Ich meine, hier sind es jetzt zum Glück 6 zur Auswahl. Ich meine, woanders waren es letztens nur 5, wo ich gesagt habe, 4 von 5 ist sportlich. Aber da sind auch so Sachen wieder dann bei. Also ich finde es schwierig. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Ja. Hier finde ich dominierende Präsenz, das ist okay. Das kann man durchaus wählen. Ihr müsst überall in jedem Schlachtfeldviertel eine befreundete Einheit haben. Das ist okay. Ne? Dominieren passt. Und das kann ja auch ein einzelner Zauberer oder sonstiges sein. Ne? Also das finde ich ist solide machbar. Ja, das ist zum Beispiel wieder schwierig, finde ich. Man schließt das strategische Vorhaben ab, wenn im Spiel eine oder mehrere Mal dunkle Apotheose auf der Tabelle gewürfelt wurde. Also eine 11 oder 12. Ja, es gibt auch da wieder Benefits und Eigenschaften, wie man dann ein Plus auf den Wurf kriegt. Aber das dann als, ich sag mal, Ziel sich auszuwählen, ist sportlich. Also da muss man wirklich auch drauf ausgelegt sein, zu sagen, ich würfel häufig und hoch auf dieser Tabelle. Also finde ich das mit in jedem Schlachtfeld für eine Einheit deutlich realistischer. Ja, bei den taktischen, da sind so klassische bei, wie wenn du einen Missionszielmarker einnimmst, den vorher vom Gegner gehalten wurde, oder hier einen Helden töten, ne? 3 oder mehr befreundete Helden innerhalb. Das finde ich auch wieder gar nicht so einfach. 3 oder mehr befreundete Helden innerhalb von 3 feindlichen Helden. Weil das kommt auf den Gegner an. Wenn er gegen einen spielt, der vielleicht wenig Helden einsetzt, aber dann irgendwie große, fette Monster oder sonstiges, dann wird das schwierig, wenn ihr einen habt mit vielen Helden, Helden-Keyword, wie Skaven ist ein gutes Beispiel, dann ist das realistischer. Ne? Oder auch schwierig, finde ich zum Beispiel. Deswegen die Auswahl oben bei den strategischen tricky. Hier ist eins, wähle eine feindliche Einheit, die ein Priester oder Totem ist. Erfüllt ihr, wenn ihr es zerstört habt. Was ist, wenn der Gegner gar keinen Priester oder Totem hat? Ja, und schon bin ich limitiert. Dann habe ich nicht mehr 6, habe ich nur noch 5 zur Auswahl. Ja. Dann hätte er vielleicht sogar nur 2 Helden. Ja, wenn ich jetzt überlege, eine Seraphon-Liste, die ich mal gespielt habe, da war ein großer auf dem anderen Dino und ein Slaanesh. Kein Priester und Totem und keine 3 Helden. So, dann wäre das strategische Vorhaben schon echt ambitioniert, weil alle 4 anderen erledigt sein müssen. Also deswegen, ja, durchwachsen.
hängt ein bisschen vom Gegner ab. Also ich würde mich da nicht so fest dran aufhängen. Die könnten, glaube ich, immer mal eine Option sein. So, schauen wir uns mal die Modelle an. Und es startet natürlich mit einem Kracher. Archon. Wahnsinnig geiles Modell, muss ich sagen. Also optisch natürlich bombastisch, ein Eyecatcher. Auch von den Regeln her. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Der war recht kostenintensiv, punktetechnisch. Modell mit Sicherheit auch. Ja, 860 Punkte. Boah, das ist somit das Höchste, was ich, glaube ich, in letzter Zeit gesehen habe. Aber ohne Scheiß, ich glaube, das ist ja trotzdem wert. Weil der verbindet in Anführungszeichen fast alles. Ich denke gerade so an Teglis von Luminet. Der war sehr, sehr stark im Support. Das war der Mega-Zauberer. Super Support mit Bubble-Building quasi und so weiter. Aber der hatte nicht viel Output. Archon, Mega-Killer selber. Zaubern, Support, Sonderfähigkeiten durch die Köpfe seines Reitding. Keine Ahnung, Drache, Schwanz, Flügel, drei Köpfe, wie auch immer das Viech heißt. Wenn ich sehe, also der hat selber in Anführungszeichen nur vier Attacken. Mit dem Königshütte aber auf die 2, auf die 3, minus 2, 3 Schaden. Also der kann 12 Damage schon machen. Aber das Viech hat nochmal zweimal monströse Klauen mit bis zu 5 Schaden jeweils. 2W6 mit dem peitschenden Schwanz an Attacken und Chimärenköpfe, 6 Attacken im obersten Profil mit minus 2. Also da kommt schon im Nahkampf richtig, richtig Output. Okay, Fernkampf kann er nicht. Braucht er aber auch nicht. Das ist ein Modell, das kann fliegen, 14 Zoll bewegen im obersten Profil. Also der kommt, glaube ich, hin, wo er will. Kann 2 Zauber wirken und bannen. Was hat er noch? Rettung, also 3er Rüster, 25 Leben, das ist ja schon mal eine Bank. 5er Retter, zusätzlich jeder unmodifizierte Rettungswurf von 6 bringt einer feindlichen Einheit innerhalb von 3 Zoll eine tödliche Wunde, welche nicht verhindert werden kann. Habe ich so auch selten gelesen, die nicht verhindert werden kann. Ja, das ist jetzt nicht so wild. Feindliche Einheiten können nicht sammeln und ermutigen Gegenwart innerhalb von 12 Zoll um den Wirken. Das ist auch krass. Jedes Mal, wenn er von einem Zauber getroffen wird, auf die 4 plus, ignoriert er das oder löst Endloszauber auf. Ja, hier ist nochmal was mit dem Prioritätswurf, kann man beeinflussen. Finde ich jetzt gar nicht so wild. Also, der kann jedes Mal seinen Keyword quasi wechseln, dann ist er mal Ziehen, mal Slanisch, mal Nörgel. Königshütter, das ist das Schwert, wo er nur 4 Attacken hat, aber ein unmodifizierter Verwundungswurf für 2 oder mehr Attacken mit einer 6 gegen einen Helden bedeutet, der Held ist tot. Tot, weg. Egal. Ich übertreibe jetzt mal. Kragnos. Ich habe nur 4 Attacken, ich treffe auf die 2, also recht realistisch. Okay, beim Verwunden aus 4 Attacken 2 Sechse zu machen, ist nicht einfach. Da bin ich bei euch. Ja? Statistisch sehr unwahrscheinlich, aber wenn, ist der Held tot. Unmodifizierter Verwundungswurf für 2 oder mehr Attacken mit dem Königshütter, die denselben feindlichen Helden als Ziel haben, 6 ist, wird jeder Held getötet. Wie krass ist das denn? Also ja, es ist unwahrscheinlich, aber Instant Dead, Teglis, Kragnos, was weiß ich, König Brott, wie sie alle heißen, die riesigen Viecher. Weg! Das finde ich mächtig. Ja, und dann können die 3 Köpfe, da kann immer einer quasi nochmal einen speziellen Gewaltausbruch machen oder wirken. Die waren teilweise auch gar nicht schlecht. Das gucke ich mal eben. Genau, hier der Nörgelkopf quasi, Schleimschmeier. Da ist die Aktion eine feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll, 7 Würfel, also für jedes Modell 1, maximal 7, auf jede 3 eine tödliche. Ist okay, weil bei einer 3 plus finde ich das solide. Der Kornschädel, was macht der? Ein feindliches Modell innerhalb von 3 Zoll, ein Würfel würfeln, wenn das Ergebnis höher ist als der Wundwert, wird es getötet. Und du kannst dem Modell entsprechend Anzahl Wunden heilen. Das finde ich richtig stark. Ja, selbst wenn es nur ein 2 oder 3 Wundenmodell ist, aber allein das Modell ist weg und du heilst selber nochmal, weil der hat 25, das ist gut. Ja, aber ich würde mich als Gegner ja auch auf das Monster fokussieren.
Ja, und der Ziehenschkopf, was macht der? Ein Endless-Zauber immer von 12. Ja, okay, das finde ich jetzt nicht so stark, weil da muss erstmal ein Endless-Zauber sein. Ne? Aber auf eine 2 plus wird er gebannt und der Zauberer, der ihn gewirkt hat, kriegt W3 tödliche. Also ich spiele nicht immer mit Endless-Spells, also ist der Effekt nicht so wild. Aber man kann ja jedes Mal überlegen, was man jetzt gerade einsetzt. Ja, also Archon, mega, mega deftig. Geil. Demon Prince gibt es ja jetzt sogar ein neues Modell, das mit dieser Box, wo der schöne Battleturm auch rausgekommen ist, erschienen ist. Finde ich optisch ganz okay. Mir gefällt der Kopf nicht, aber sonst ist das ein cooles Modell. Tatsächlich muss ich sagen, bin ich von den Regeln ein bisschen enttäuscht. Also ja, der haut rein, aber der hat jetzt, muss ich mal eben gucken, entweder eine Axt, ein Schwert oder die Klauen. Die Klauen, da hat er 8 Attacken, das ist cool, aber kein DS. Und mit Schwert und Axt hat er jeweils 5 Attacken und dann halt auch 2 bzw. W3 Schaden, das ist gut. Aber da habe ich mir ein bisschen mehr eigentlich erwartet. Habe ich gedacht, dass er halt wirklich 2 Sachen hat. Oder Klauen und Axt. Und dann ist er was, wo viel ist mit wenig Damage oder Damage-Potenzial und eine fette. So, oh, okay. Und klar, der ist umgekehrt hartnäckig, weil der hat 10 Leben, 3 Rüster, 6er Retter. Aber weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen mau. Das höllengeschmiedete Schwert hat nochmal was, das halt eventuell beim unbefizierten Trefferwurf direkt Schaden ist. Das ist ganz nett. Und der kann hier auch nochmal spezielle Heldenaktionen machen für jeden Chaosgott, beziehungsweise fürs Ungeteilte. Aber es sind auch so Standards wie, hat dann den zuerst zuschlagenden Effekt und solches. Also fand ich ein bisschen schade. Das hätte natürlich nochmal so ein direkt im Fahrwasser vom Archeron cool sein können. Die Varangard, die gab es ja vorher auch schon. Da gibt es jetzt neue Modelle. Fand ich vorher auch schon stark. Jetzt finde ich die immer noch krass stark. 5 Leben, 3er Schutz. Ein 4er Retter gegen tödliche Wunden. Und tödliche Wunden sind ja gerade so das Ding eigentlich momentan. Und 4er Retter ist schon echt heftig. Und die hauen auch richtig zu, weil allein die Tiere haben 3 Attacken mit Rend. Ja. Und dann haben die je nach Waffe nochmal bis zu 5 Attacken mit 2 Schaden. 10er Bewegung. Die eine Waffe macht zum Beispiel auch beim Trefferwurf von 6 nochmal eine tödliche zusätzlich. +1 zu Verwundungen bei der anderen, wenn sie angegriffen haben. Und einmal pro Schlacht können die noch ein zweites Mal kämpfen, dann aber zuletzt. Aber das ist schon stark. Ihr kommt mit denen, haut drauf, es bleibt vielleicht was stehen, dann sagt ihr, ich setze gleich den Effekt ein und kämpfe mit denen nochmal. Dann steht nichts mehr. Da bin ich ganz sicher. Allerdings sind die auch recht teuer, muss man sagen. Also ein Dreier-Trupp kostet 290 Punkte, also fast 100 Punkte pro Modell. Aber das sind die auch wert. Ein bisschen schade. Bellacor ist dann dahinter geklatscht. Empfinde ich auch tatsächlich auch gar nicht als so krass. Bellacor. Also stinkt im Vergleich natürlich zu Archon sehr ab und ich hatte ihn auch irgendwie aus 40k mächtiger Erinnerung. Ja, allein 14 Wunden, 4er Schutz ist jetzt schon nicht mehr so wow im Vergleich. Ja. Klar, kann nett zaubern, kann auch ein bisschen Output verteilen, ne, mit 8 Attacken auf die 3, minus 2, 2 Schaden. Kann man auf dem obersten Profil. Aber er scheint mir jetzt nicht mehr unbesiegbar. Also was er noch hat, das ist natürlich stark. Schutzwürfe werden nicht modifiziert in keine Richtung. Aber er hat halt auch nur einen 4er Normalschutz, keinen Retter. Ja. Und dann nicht mehr so 14 Wunden, können dann auch schnell weg sein. Ne? Naja. Neues Modell, Eternus. Da habe ich jetzt gedacht, oh, der hatte nicht so viele Sonderregeln. Braucht er aber auch nicht, weil der hat zum Beispiel was, das habe ich beim Demon Prince eher erwartet. Der hat ein Todesgläfe und ein Schädelflegel. Also ein schönes Wort, Schädelflegel. Und das Tier hat nochmal Attacken. Und dann kommen die zusammen auf 14 Attacken. Also ein berittener Held mit 9 Wunden, 3er Leben. Also auch fast vom Profil her wie der Demon Prince. Hat ein Leben weniger, hat dafür aber 10 Bewegungen statt 8. Und haut solide zu. Ja. Und hat noch eine coole Fähigkeit. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir nur zugeschrieben, dass das echt gut ist, weil der kostet 235 Punkte.
für den Output richtig gut. Und der steckt ja auch was ein. Und der hat eine Fähigkeit, wirf am Ende der Bewegungsphase 2W6, wenn diese Einheit getötet wird, und hat hier 1 zum Wurf, wenn sich Belakor in deiner Armee befindet. Ja. Bei einer 8+, kannst du die Einheit weiter als 9 Zoll entfernt von allen feindlichen Einheiten irgendwo auf dem Schlachtfeld wieder aufstellen und alle ihr zugewiesene Verwundungen werden entfernt. Also der kommt wieder. Was mich jetzt hier ein bisschen irritiert, vielleicht ist es schon irritiert und ich habe es nicht gesehen, kriege ich das jedes Mal? Also ist der quasi, in Anführungszeichen, wenn ich den Wurf von 8 schaffe, ist der unzerstörbar. Weil das wäre krass. Dann kannst du den ja auch echt verheizen. Dann haust du den alles rein, hoffst, dass er einen Output macht, und wenn nicht, darauf hoffen, eine 8 zu würfen. Klar ist eine 8 etwas unter Statistik, aber für 235 Punkte, also das Modell wäre bei mir gesetzt, auf jeden Fall. Dann kommen jetzt hier so ein paar kleinere Zauberer, die man auch von Tsinch kennt. Also ein paar Modelle sind halt einfach genau die, die es auch bei Tsinch, bei, weiß ich nicht, Nurgle und Co. gibt. Zum Beispiel diese Hagra Beschwörer auf Disc oder ohne Disc. Ich finde immer, auf der Disc sind die besser, weil besserer Schutz, mehr Leben, mehr Bewegung und vom Preis her nicht so viel mehr für das, was wir an Bonus haben. Das ist meiner Fürhalten. Ich habe mir nur bei einem aufgeschrieben, dass das ein starker Effekt war. Ah ja, genau. Auch so ein Once per Game. Ja, aber das Modell hat das eh. Deswegen dürft ihr euch einen feindlichen Held innerhalb von 9 Zoll um diese Einheit aussuchen. Wenn der feindliche Held diesem Modell Schaden zugefügt hat, jetzt muss ich nochmal gucken, wie es genau war, eine Fähigkeit oder einen Zauber eingesetzt hat, die meiner Einheit in der Phase eine Verwundung oder tödliche zugefügt hat, Klammer auf, selbst wenn die verhindert wurde, ja, also er hat mich verwundet, aber ich habe einen Schutzwurf geschafft zum Beispiel, dann kann ich diesen Effekt einsetzen, ich werfe 2W6 und ist das Ergebnis höher als der Wundwert jenes Helden, wird jener Helden aus dem Spiel entfernt. Und Anmerkung, es gilt nicht als getötet, also wenn ihr so einen Effekt habt wie der Eternus gerade, könnt ihr nicht wiederbringen. Das finde ich mächtig, weil klar, die sind für gewöhnlich eher ein bisschen zart beseitet, diese kleinen zierlichen Zauberer. Aber damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet, dass er auf einmal sagt, so zack, ich würfel und dein Stammeskrieger-Anführer ist weg. Weil ich habe eine 8 gewürfelt, du hast kein 8 Leben. Das ist krass. Also reicht natürlich nicht für die großen Monstern, das wäre aber auch ein bisschen too much. Aber das, cool. Ja, dann gibt es ja hier diese, den Kriegsherr oder Meisterhexer auf Manticore. Ja. Fand ich, war jetzt auch nicht so übermäßig. Also das hat mich jetzt nicht so unendlich begeistert. Was nur cool war, ist hier der Zauber von Meisterhexer auf dem Manticore. Und den habe ich auch nur bei dem gesehen. Also der Zauber allein wäre es wert, das Modell zu wählen. Weil Zauberwert 8 und Reichweite 18. Also 8 ist natürlich schon schwer, aber Reichweite 18 ist gut. Und dann wählt ihr eine feindliche Einheit, die in Reichweite und in Zaubern für ihn sichtbar ist. Eine Anzahl an Würfeln, die der Anzahl der Modelle jener Einheit entspricht. Für jedes Ergebnis von 5 gibt es eine tödliche, für jede 6 gibt es 2 tödliche. Finde ich gut, weil, klar, das gibt es jetzt häufiger, ne? Mit auf eine 5 gibt es eine tödliche. Meistens ist es aber limitiert bis maximal so und so viele Modelle. Und ich habe noch nie gesehen, dass es heißt, bei einer 6 kriegst du 2 tödliche. Weil 2 tödliche ist schon eine deutliche Ansage. Wenn ihr jetzt tatsächlich mal irgendwie einen 30er, 40er Druck, was weiß ich, von mir aus auch Barbaren habt, ne? Statistisch, dann werden ein paar Sechsen bar sein, dann haben die nur ein Leben. Tödliche springen aber, oder Wunden springen über ein AOS. Also damit könnt ihr wirklich ja, seine Punkte schnell reinholen. Einzig, ihr müsst erstmal die 8 schaffen. Ne? Ja, kriegst du das Chaos auf Karkadrak, schweres Wort. Kenne ich auch schon aus dem alten Battleturm, war da stark, ist das immer noch. Also der hat einen richtig fiesen Output. Auch 9 Wunden, 3er Rüster. Retter 5 gegen Tödliche. Ja, also der haut auch richtig drauf. Ne? Der hat halt nicht so irgendwie so was Verwinkuliertes, keine tollen Sonderregeln, also nicht so super spezifische Sonderregeln, der ist einfach fett aufs Fressbrett. Aber das finde ich, dafür ist der gut. Ja. Insgesamt haben die sehr viele kleine Helden dann irgendwie. Dann gibt es den Kriegsherrn ohne Reittier. Hier kommt noch mein Meisterhexer des Chaos. Ne? Vorne gab es schon diese Zinsch-Hexer. Der hat aber auch einen ganz coolen Zauber. Auch wieder Reichweite 18, das finde ich schon echt stark.
eine befreundete Einheit Sklaven der Finsternis. Adio bis zum Beginn der nächsten Heldenphase 1 auf Treffer und Verwundungswürfe von Nahkampfwaffen. Das finde ich stark. Treffer und Verwundung macht einen Unterschied. Ja, dann gibt es hier den Ogrite, den gab es ja vorher auch schon. Den finde ich gar nicht so stark. Ich habe gedacht, das ist so ein muskulöses, fettes Viech, aber er hat 4 Attacken, jo, auf die 3 minus 1, 2 Schaden. Ist okay, aber da schlotter ich jetzt nicht vor. Und auch die 9, die finde ich, eigentlich sehen die ganz cool aus, aber die haben 3 Attacken. Auch da auf die 3, minus 2, 3, wenn sie die fette Waffe nehmen, das ist gut. Aber das ist halt auch Ende, ne? Oder die nehmen halt ein Schild, dann haben sie einen 4er Schutz, haben 5 Wunden. Also da nehme ich lieber die Varangard, ehrlicherweise. Ja, da hat Games Workshop, glaube ich, nochmal ein bisschen im Marketing-Topf gerührt, um mal ein altes Modell zu reaktivieren. Der Kriegsschrein des Chaos. Ich glaube, der gibt schon 1000 Jahre, das Ding. Und ich habe es nie irgendwo wahrgenommen. Und ich behaupte, jetzt wird es in jeder Slave to Darkness Armee sein. Ein reines Buff-Ding. Ne? Also das kann nicht viel, also es kann tatsächlich 4 Attacken mit minus 1 und 2 Schaden jeweils. Und so ein paar Billo-Attacken. Okay. Aber es hat halt einfach eine coole Fähigkeit. Und zwar, ne, haben wir hier sogar einen Marker gemacht. Befreundete Einheiten haben 6er Retter, wenn sie innerhalb der Schutzzone sind. Und die Schutzzone ist abhängig von den Leben, aber fängt mit 18 Zoll an. Also innerhalb von 18 Zoll. Das heißt, das Ding wird immer irgendwo im Zentrum als Bubble dienen und stiftet allen einen 6er Feel No Pain. Voll gut. Und es kann darüber hinaus auch noch Gebete. Ja, und zwar 5 verschiedene. Quasi wieder für jeden Chaosgott und einmal das Ungeteilte gemeinsam. Jetzt habe ich mir den Marker weggemacht. Was habe ich denn gemarkert? Slaanesh ist ganz cool. Ne? Ein Angriffswurf mit 3W6 statt 2W6. Und man darf auch eine Einheit innerhalb von 18 anpeilen quasi. Nurgle war auch ganz gut. Ja genau, das hatte ich mir markiert. Addiere bis zum Beginn deiner nächsten Heldenphase 1 zu Verwundungswürfen für Attack mit Nahkampfwaffen. Das ist solide. Also, ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich glaube, der war aber nicht so teuer. Gucken, ob ich den auf Anhieb finde. Kriegsschrein, 185. Also dafür, dass ihr euch eine Aura schafft mit 18 Zoll Reichweite, also im obersten Profil, 18 Zoll Reichweite, 6er Feel No Pain. Gut. Die Streitwagen, auch ein Revival. Erst habe ich den oberen gesehen, den mit den Pferden. Habe ich gedacht, ja, der ist jetzt nicht hart, aber der ist gut, weil der viele Attacken hat und schnell ist. Also nochmal irgendwo hin. Vielleicht einen Punkt halten, eine kleine Plänkler-Einheit, sag ich mal, vernichten, aufmischen, ja, so Skinks oder sowas. Weil der hat, mal gucken, mehrere Optionen. Ich glaube, der kam irgendwie auf 12 Attacken oder so. Ne? Nicht mit DS, aber einfach 12 Attacken zu haben, sich 12 Zoll zu bewegen, selber 7 Leben. Also das fand ich schon ganz solide. Und dann habe ich mir das mit dieser Gore-Bestie durchgelesen. Da habe ich gedacht, okay, der hat eine Wunde mehr, 8 Wunden. Hat aber nur 9 Bewegungen, hat etwas stärkere Attacken, dafür weniger. Da habe ich gedacht, alles klar, das ist immer noch in Balance. Ne? Einer ein bisschen leichter und schneller und mehr, der andere behäbiger, aber härter. Ja, dann kam aber die Regel unaufhaltsamer Schwung. Und die macht das für mich zu einem Must-Have in jeder Slave to Darkness-Liste. Am Ende der Nahkampfphase kann die Einheit, wenn sie in diesem Zug eine Angriffsbewegung ausgeführt hat, eine normale Bewegung ausführen und das selbst dann, wenn sie sich innerhalb von Modellen befindet, bla 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 bla. Also, ihr könnt das Modell am Ende der Nahkampfphase, wenn ihr einen Angriff gemacht habt, noch bewegen wie eine normale Bewegung, 9 Zoll. Also, wenn die feindliche Einheit einen Wundenwert von 4 oder weniger hat, also das normale an Infanterie-Korbzeug quasi. Oder auch Kavallerie teilweise. Dann würfelt ihr einen Würfel für jedes Modell in dieser Einheit, die ihr übersprungen hat. Warte mal, warte. Achso, nee, okay. Für jeden dieser Streitwagen würfelt ihr einen Würfel für jede feindliche Einheit, über die ihr euch bewegt habt. Das könnten ja auch mehrere sein. Auf eine 2+ gibt es W6 tödliche. W6 tödliche. Auf eine 2+, das ist quasi fast safe. Ja. Also, ihr charged Ende der Nahkampfphase, ne?
dann haut er mit dem Ding vielleicht ein paar kaputt und dann, ich sage das jetzt mal, fliegt ihr nochmal drüber und vielleicht erwischt ihr sogar noch eine zweite Einheit, weil 9 Zoll ist ja gar nicht wenig und das verändert sich auch nicht. Und dann für jede, über die ihr so geflogen seid, auf eine 2 plus nochmal W6 tödliche hinzu. Holla die Waldfee. Und ich glaube, der kostet irgendwie 115 Punkte. Also der kann was. Ja, dann kommen jetzt hier extrem viele Ausgliederungen von Underworld, Warcry und so weiter. Da will ich eigentlich gar nicht so ins Detail drauf eingehen. Ich fand nur eine ganz cool, hier diese Tedda-Schädelseherin, beziehungsweise die Jagd der Götter. Ist so ihre Anhängerschar. Ist ja mal eigentlich immer ein Held. Ein Held ist ein Anhänger. Die Chefin, ja, fand ich jetzt nicht so mega. Die hat einen witzigen Effekt. Die kann einen Zauber. Aber wenn ihr einen unmodifizierten Zauberwurf von 10 oder mehr schafft, darf sie noch einen zweiten direkt hinterher machen. Und der Zauber, den sie selber hat, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Der ist eins von Verwundungswürfen mit Nahkampfwaffen abziehen. Also auf den Gegner. Und dann seid ihr schwerer zu verwunden. Was ich aber cool fand, war die Anhängerschar, weil die einigermaßen konsistent in sich war. Das ist sonst nicht immer der Fall bei Warcry und Underworld. Und die haben eine coole Regel, dass wenn die einem Gegner oder wenn ich dem Gegner einen Zielmarker mit dieser Einheit abnehme, weil ich ihn outnumber oder vernichte, dann kriegen die bis zum Ende der Schlacht einen Retter von 5. Das finde ich gut. Und die haben 2 Leben pro Person. Die haben halt nur einen 6er Schutz, ne, und haben jetzt nicht den Mega-Output. Es sind halt kleine Menschen. Aber die kosten auch irgendwie nur, glaube ich, 160 Punkte und sind 4 oder 5 Modelle. Ja, es sind 5 Modelle plus die Seherin und kosten 160 Punkte. Und jeder hat eigentlich so 2, 3 Attacken. Also das fand ich, das ist eine interessante Einheit. Ja, die Auserkorenen des Chaos, da sind nochmal die Fettgerüsteten. Die haben ja immer alle 3er Rüster, auch die normalen Chaoskrieger, haben fetten Output. Also die hauen richtig rein. Ja. Die sind natürlich punktetechnisch auch teuer, da tut jeder Verlust dann weh. Deswegen auch mal so die Frage, bringt euch das was, eine 5 beim Sammeln mit dieser einen Fähigkeit? Ja, gut, wenn ihr einen 10er Trupp Chaoskrieger habt, auf jeden Fall. Ne? Oder auch Chaosritter. Chaosbrut, finde ich, ist immer so, naja, also wenn ihr die zusätzlich kriegt, weil irgendwas stirbt, okay. Ich weiß nicht, ob ich mir so holen würde. Weil Bewegung ist 2W6. Das kann viel sein, das kann aber auch eine 2 oder 3 sein. Und Attacken sind 2W6, gleiches Spiel. Und die haben keinen Rend und nur einen Schaden. Barbaren, Chaos, Barbarenreiter, ich sag mal, das sind billige Linientruppen. Ja. Die werden, glaube ich, nicht den Unterschied machen. Zumindest war das in meiner Wahrnehmung so. Und wenn man wählen kann, würde ich immer die Barbarenreiter nehmen. Weil die natürlich doppelte Anzahl, doppelte Leben haben. Sie kosten nicht das Doppelte, meine ich, haben aber auch noch mehr Bewegung. Also ihr seid agiler. Das kann bei dem Spiel schon mal spannend sein. Was ich richtig witzig fand, war für mich auch bisher nicht so am Schirm und kein Faktor, ist diese Wandelbestie. Kann jetzt auch selber nicht so einen Mega-Output machen. Die hat auch eher die Daseinsberechtigung durch ihre Fähigkeit Aura der Mutation. Da werft ihr in der Heldenphase eine feindliche Einheit innerhalb von 18 Zoll einen Würfel. Und wenn innerhalb von 9 Zoll ein Siege-Zauberer ist, dürft ihr 2 Würfel würfeln und einen auswählen. Das ist ganz cool und ja auch realisierbar, wenn ihr sagt, ich will vielleicht eh den einen Zauberer, weil der hat einen coolen Zauber. Dann ne, 1 bis 6 gibt es halt verschiedene Effekte. 1 ziehe 1 vom Mutwert der Einheit ab, das ist jetzt vielleicht so der Oberknaller, ne? Oder 1 vom Rennenwurf. Aber da waren auch fette Effekte bei, wie 3 tödliche, W6 tödliche, das ist jetzt 4 und 5. Oder D6 ist natürlich stark, W6 tödliche und nachdem diese Verwundungen abgehandelt wurden, kann man, und ein Modell, mindestens ein Modell getötet wurde, kannst du eine Chaosbrut hinsetzen. Oder man sagt, ich kann oder möchte keine Chaosbrut hinzufügen, weil ich vielleicht das Modell nicht habe oder ich den Mehrwert nicht sehe, kann man stattdessen der W3 Leben heilen. Das finde ich cool. Ja, und wenn man jetzt tatsächlich irgendwo einen Zauberer in der Nähe hat, ist das ja schon wahrscheinlicher, dass ich damit ein bisschen Output generiere. Also ein cooles Modell. Seelenzermalmer, ja, ist okay. Hat mich jetzt nicht so begeistert. Schlechter Beste.
Auch nicht die ist so, und das merkt man natürlich so Richtung Korn, sehr schlicht und einfach. Eine noch zur Regel, dass ich mir einen Helden auswähle, ich sag mal einen kleinen Helden, und der ist dann der Meister der Bestie und dann kriegt die so gewisse Benefits, wenn die in der Nähe ist oder wenn die zu weit weg ist. Aber wenn die zu weit weg ist, dann ist es sich auch selber. Ja, hier kommen die ganzen Warcry-Ausgliederungen. Das ist echt Geschmackssache. Also ich finde, die bringen es jetzt nicht wirklich. Die sind auch nachher alle vom Profil her ähnlich. Dann haben die gleich viele Attacken, treffen, verwunden gleich. Also die hauen alle nicht rein. Die haben meistens irgendwie nochmal einen Effekt. Ja, ja, aber war für mich kein Faktor, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen gehe ich da so richtig drüber. Ich finde nur diese hier Finsterschwur-Kultisten, die finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig. Aber die erinnern mich auch einfach so richtig an so einen Dungeon-Dragon-Style irgendwie. Oder so ein typischer Conan-Barbar-Flair. Was noch ganz solide war, waren diese Raptorix. Finde ich einfach spannend, weil die können. Können die fliegen? Irgendwie, dass sie fliegen? Nein. Nö, aber die können 10 Zoll. Ach, die Furien können fliegen, okay. Aber die können sich trotzdem 10 Zoll bewegen, haben 2 Attacken auf die 3, auf die 3 und kriegen nochmal 1 auf den Attackenwert, wenn sie eine Angriffsbewegung ausgeführt haben. Haben 2 Leben, also sie sind einfach nochmal ein bisschen billiger Output. Ja, der Formeroid Steinbrecher, der ist nochmal ganz nett, weil der kann ein Geländestück einreißen, ohne eine Monsteraktion auszuführen. Also er hat das als Sonderregel, auch auf eine 3+, was ja gut machbar ist. Das hat mich auf jeden Fall schon mal in einem Kampf mein Geländestück gekostet, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Ja, was ein bisschen schade ist, ne, direkt für mich wieder ein Manko. Es gibt kein Geländestück bei den Slaves to Darkness. Finde ich jetzt immer direkt ein Nachteil, weil kostet nichts und egal wie schwach es ist, wenn es nichts kostet, nehme ich es mit. Ja. Und die Endless, ja, die sind halt auch sehr destruktiv, also zerstörerisch. Ne? Da geht es immer darum, den Gegner Wunden zuzufügen. Sind auch teilweise sehr ähnlich. Also dann haben hier die Reichsgeißelverwerfung und das Dunkelfeuer-Dämonenriss haben erstmal die gleiche Regel und der zweite von beiden hat nochmal einen zusätzlichen Effekt. Aber ansonsten sind das jetzt zum Beispiel Endless Spells, wo ich echt überlegen würde, lohnen die sich? Ja. Der einzige, genau, der achtzackige Schreckenssiegel Endless Spell, der ist okay. Wenn ihr eh ein bisschen gemetzelt wollt, weil der hat, wenn ihr den aufstellt, macht ihr euch Notizen für jedes Modell, das innerhalb von 12 Zoll um den Zauber stirbt, also getötet wird, könnt ihr würfeln auf eine 3+, könnt ihr eine Slave to Darkness Einheit innerhalb von 18 Zoll wählen und der +1 auf den Nahkampf, auf den Attacken mit der Nahkampfwaffe geben, bis zur nächsten Heldenphase. Ihr könnt es aber, es ist nicht kumulativ. Also dann müsst ihr halt auch viele Einheiten drum haben. Wenn ihr dann nur 2, 3 Einheiten habt, dann ist es ja schön, wenn ihr 10 geschlachtet habt und das 5-mal würfelt, das darf jeder nur einmal kriegen. Aber habt ihr viele da oder spielt ihr ein großes Match, dann kann das nochmal interessant sein. Ich weiß nicht, was der kostet. Denkt man, so viel wahrscheinlich. Kostet 40 Punkte, das ist das günstigste. Naja, also insgesamt, ja. Resümee, Slave to Darkness. Coole, vielfältige Armee, weil man, ich sag mal, auf verschiedene Themenaspekte seinen Fokus legen kann. Ne? Eher zu sagen, ich nehme diese Elite-Krieger mit fetten Rüstung und fettem Output oder ich nehme die vielen kleinen Finsterschwur oder sonstige Kultisten. Dämonen sind mit bei. Also die Bandbreite ist echt spannend. Ich glaube, dementsprechend ist es auch dagegen zu spielen. Wenn ihr jemanden habt, der da sehr firm ist, wird es ein hartes Match. Für einen Anfänger, glaube ich, ist es schwerer als manche andere Armee und da werdet ihr euch vielleicht häufiger eine blutige Nase erstmal holen. Aber insgesamt eine spannende Fraktion auf jeden Fall, ein cooler Kodex und ich finde, der reiht sich gut ein, der ist nicht zu krass, aber der hat seine Stärken. Ja, ich hoffe, es hat euch insgesamt wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr wieder drunter kommentiert. Ich hänge natürlich auch wieder auf Linktree dran und den Affiliate-Link vom Taschengeld-Dieb. Hashtag Werbung. Ja. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch da ein bisschen eindecken mit den neuen Slave to Darkness Sachen oder auch den alten oder irgendwas an AOS. Hauptsache ihr spielt AOS. Ansonsten freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Liked gerne das Video, teilt es und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen.
Bis bald, euer Tabletop-Troll. Ciao.